Ja, vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Christian Jefferl von der TU München. Ich stehe aber auch heute hier für das nationale E-Government-Kompetenzzentrum e.V., NEGZ. Das ist ein Multi-Stakeholder-Verein, der sich eben zur Aufgabe gemacht hat, genau das zu tun, was wir heute hier tun, nämlich zusammenzukommen über verschiedene Stakeholder hinweg und Zukunftsthemen, besonders im Hinblick auf die öffentliche Verwaltung, zu besprechen. Und in dem Sinne wollten wir Ihnen jetzt eben auch präsentieren, was wir in unserem Netzwerk machen zu großen Sprachmodellen, Large Language Models. Das finden wir ein sehr spannendes Thema, weil es auf der einen Seite eben große Verheißungen und Möglichkeiten gibt, auf der anderen Seite aber auch klare Grenzen und Dinge, die diese Technologie eben nicht machen kann. Und deswegen ist es so spannend, darüber zu sprechen. Um Ihnen ein möglichst vielfältiges Programm zu bieten, haben wir uns gedacht, dass wir damit anfangen, Ihnen erstmal ganz konkret zu sagen, was passiert denn eigentlich schon? Denn oft ist es so, dass es in der Verwaltung an verschiedenen Stellen interessante Initiativen, Ideen und auch Projekte gibt, die man gar nicht kennt und die einem eine bessere Grundlage auch für die Diskussion geben. Das wird also der erste Teil unseres Panels sein. 7 Pitches, die Ihnen Projekte näher bringen aus ganz unterschiedlichen Bereichen unseres Netzwerks. Und im zweiten Teil wollen wir das dann nochmal aufarbeiten, gerne auch mit Ihnen in der Diskussion und dann uns fragen, was eben die wichtigsten Themen Fragen sind, die man sich stellen muss, wenn man eben über dieses Thema nachdenkt in verschiedenen Bereichen. Jetzt gucke ich mal auf die Präsentation. Ah, genau, also das wäre jetzt die Einstiegsfolie gewesen tatsächlich, aber das wissen Sie schon. Jetzt kommen wir zu unseren Pitches. Sie werden also 7 Pitches hören. Zuerst Jannik Blankenburg von der Bundesbank, eine Plattform für große Sprachmodelle. Dann Verena Müller von der TU München, KI für das Gemeinwohl. Joachim Dorschel von DPS, AutoriChat, KI versteht Bürokratie. Anke Nowotny, MSG, KI-basierte Auswertungen von Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren und Dr. Maxim Schnjakin von der Bundesdruckerei, KI-Kompetenzcenter der Bundesverwaltung, Dr. Rüdiger Steen von der CGI, Anpassung von Open-Source-Modellen, Sprachmodellen für die öffentliche Verwaltung und Jasmini Kumarakaruyana, leichte Sprache leicht gemacht, leichte Sprache auf Knopfdruck. Das also die Präsentationen jetzt für Sie und damit bitte ich Herrn Blankenburg auf die Bühne. So, wir sehen in der Bundesbank eine riesige Nachfrage nach generativen Lösungen und die sind folgen im Prinzip den typischen 3 Mustern. Man hat irgendwie Anwendungen für Texttransformationen, beispielsweise spezifische Zusammenfassungen. Wir sehen Nachfrage nach Lösungen zum Generieren von Texten basierend auf internen Datenquellen und wir wollen Informationen suchen in Texten. Die sind technisch im Kern alle sehr, sehr ähnlich, haben aber dann doch irgendwie ihre Unterschiede. Es sind eigene Use Cases. Das heißt, eigentlich müssten wir, um wirklich die Bedürfnisse unserer Nutzer, unserer Kolleginnen und Kollegen zu erfüllen, eigene Lösungen für jeden eigenen dieser Use Cases bauen. Und das ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Zeitlich und ressourcentechnisch nicht machbar. Unsere Lösung darauf ist die TIA-Plattform. Ein einheitliches, modulares Framework für viele Text-Based Intelligence Assistants. Kurz TIAs, mit der wir generative Modelle im Produktivbetrieb für jeden Mitarbeiter der Bundesbank verfügbar machen werden. Und das nicht nur als einfacher Chatbot, sondern als Bestandteil von User- und Use-Case-spezifischen Applikationen. Das Ganze funktioniert, indem die Lösungen nicht implementiert werden, sondern von Nutzern selbst konfiguriert werden. Das heißt, die Bundesbank bleibt Herr ihrer Daten. Wir sind in der Lage, verschiedene Modelle, aktuelle On-Prem- und Cloud-Lösungen zu integrieren, sind für die Zukunft gerüstet, zukünftige Technologien zu integrieren und haben dabei eine komplette Kostentransparenz und Kostenkontrolle. Aber das Wichtigste ist, wir können heute, jetzt schon, sämtlichen Mitarbeitern der Bundesbank Lösungen bauen für ihre spezifischen Prozesse, die nicht nur angepasst dafür sind, sondern explizit dafür entwickelt sind. Wir können heute schon mit generativer KI die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen im täglichen Betrieb unterstützen.
einige von Ihnen mögen jetzt widersprechen, aber vielleicht haben wir in Deutschland keine 80 Millionen Bundestrainer, Virologinnen oder Außenpolitikerinnen. Was wir aber haben, sind 5 Millionen Verwaltungsexpertinnen im öffentlichen Dienst. Und genau deren Expertise wollen wir nutzen. Mit KI für das Gemeinwohl haben wir eine Innovationsplattform geschaffen, die sich direkt an Mitarbeiter und Entscheidungsträger in der öffentlichen Verwaltung richtet. In 3 Schritten befähigen wir diese, neue Ideen für Anwendungsfelder von KI in der Verwaltung zu entwickeln, aber auch Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für den Einsatz auszuloten. Wir starten mit einer bereits existierenden KI-Anwendung. Die Gruppe untersucht diese und bewertet sie und sammelt so Chancen und Risiken. In einem zweiten Schritt wird dann das Skalierungspotenzial sichtbar. Anhand verschiedener Kreativitätstechniken entwickeln die Teilnehmenden in unseren Workshops neue Anwendungsfelder von KI in ihrem Arbeits- und Lebensumfeld und suchen sich dann zusammen eine Idee aus, die sie in einem dritten Schritt gestalten möchten. Und genau hier wird dann das Expertenwissen der Verwaltungsmitarbeitenden besonders wichtig, nämlich wenn es um die Frage geht, wie diese Technologien in Prozesse und den Verwaltungsalltag integriert werden können, aber auch wie eine gelungene Mensch-Maschine-Interaktion aussehen soll. So denken wir von Anfang an rechtliche, ethische und soziale Fragen mit und gestalten die Technologie entlang von Verfassungswerten. Zusammengefasst gelingt es uns also, durch die Einbeziehung von Stakeholdern den Digitalisierungsbedarf der Verwaltung darzustellen und neue, innovative Ideen zu entwickeln. Diese Ideen spielen wir dann an Innovatoren und das Innovationsökosystem weiter und schaffen so die Grundlage für erfolgsversprechende und gemeinwohlfördernde Innovationen und Geschäftsmodelle. Herzlichen Dank. Ich habe es auf dieser Messe fast schon als State of the Art mitgenommen, dass wenn man Large Language Models für Dialogsysteme und digitale Assistenzsysteme einsetzen möchte, eine Trennung braucht zwischen dem Sprachmodell und dem Wissen, dem die Antworten zugrunde liegen. Wir beschäftigen uns mit der Wissensseite, mit der Frage, wie kommt Wissen in ein System, das auf Large Language Models basiert, um sinnvolle Antworten zu geben. Wir wissen, um komplexere Fragen im Verwaltungsverfahren beantworten zu können, braucht eine KI viele Daten und sie braucht gesicherte Daten. Ein solches Wissen, eine solche Wissensdatenbank aufzubauen, wird die einzelne Einheit, etwa eine kleine Kommune, überfordern. Ich brauche Methoden von Data Science und ich brauche entsprechende Kapazitäten, das Wissen zusammenzutragen. Wir verfolgen hier einen modularen Ansatz. Das bedeutet, wir bauen in unserem Projekt eine generelle Wissensdatenbank auf, die Bürokratie spricht, die das Verwaltungswissen im Bauch hat, was von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern gilt. Gleichzeitig entwickeln wir einen Wissensmanager, der dann die einzelne anwendende Einheit, zum Beispiel eine einzelne Kommune, in die Lage versetzt, auf Basis unstrukturierter Daten, zum Beispiel der Inhalte der eigenen Homepage, die Wissensdatenbank, um die individuellen Sachverhalte vor Ort zu ergänzen. Das bedeutet, was ein Aufenthaltstitel ist, das weiß die KI, das bringen wir mit. Wo man den Aufenthaltstitel beantragen kann und wie man konkret und zu welchen Uhrzeiten man einen Termin vereinbart, das kann man über den Wissensmanager individuell implementieren. Dadurch machen wir KI-Projekte, etwa Chatbot-Realisierungen für kleinere Kommunen, realisierbar und mit überschaubaren Budgets machbar. Dankeschön. Das Projekt, was ich Ihnen kurz vorstellen darf, hat einen ähnlich ambitionierten Zeitrahmen wie dieser Pitch. Es geht um Stellungnahmen und wie Sie vielleicht wissen, sind die Beteiligung und Anhörung von Interessenverbänden ein wesentlicher Schritt bei der Entstehung eines Gesetzes. Vor einigen Wochen kam das Familienministerium auf die MSG zu und bat um Unterstützung bei der Analyse eben solcher Stellungnahmen. Umfang war damals noch nicht ganz klar, inzwischen wissen wir, es handelt sich um etwa 60 Stellungnahmen. Sie sind zwischen 2 und circa 50 Seiten lang, das heißt insgesamt etwa 500 Seiten Freitext, die es zu analysieren galt. Zeitrahmen, okay, nicht 2 Minuten, aber weniger als 2 Tage. Und so kam die Idee auf, ein Sprachmodell einzusetzen, um effektiv oder effizient Informationen zu extrahieren und diese verständlich aufzubereiten. Wir arbeiteten auf dem Ansatz des
sogenannten Retrieval Augmented Generation. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich nutze auf der einen Seite, der Kollege vorher hat es auch schon gesagt, die Kapazitäten, die generativen Kapazitäten eines Modells, eines vortrainierten Modells, und auf der anderen Seite einen spezifischen Wissenskontext aus eigenen Dokumenten, in dem Fall Stellungnahmen. So gelang es in diesem kurzen Zeitrahmen, nicht nur ein Gesamtstimmungsbild und eine gute Zusammenfassung zu erzeugen, sondern wir waren in der Lage, ca. 1400 Argumente, sowohl zustimmende als auch ablehnende, und nochmal obendrauf 1200 konkrete Änderungs- und Korrekturvorschläge zu extrahieren. Und das inhaltliche Feedback von der Abteilungsleitung und der Fachabteilung des Ministeriums durchweg sehr, sehr positiv. Vielen Dank. Hallo, boah, das sind wirklich 2 Minuten. Ja, KI. KI ist heutzutage gar nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben. Also sie wird, intelligente Algorithmen werden in Uhren eingesetzt, in unseren Autos, in Geräten, die uns umgeben. Wir wissen ja zum Teil gar nicht, ob sie dort eingesetzt werden. Sie verspricht uns eine bessere Welt, eine effizientere, produktivere, nutzerfreundlichere. Und eine Technologie mit einem solchen Versprechen, das ist jetzt nicht die Folie übrigens, ne, die ich brauche. Nein, auch nicht. Ja, genau, genau. Eine Technologie mit einem solchen Versprechen hat auch natürlich enormes Potenzial für die öffentliche Verwaltung. Das hat das Bundesministerium für Finanzen erkannt und eine Initiative ins Leben gerufen, die ich euch wirklich mit voller Freude vorstellen möchte. Das KI-Kompetenzzentrum soll die Bundesverwaltung befähigen, tatsächlich souverän KI einzusetzen. Um das zu ermöglichen, arbeiten wir wirklich Hand in Hand, extrem nutzerfokussiert mit unseren Nutzern, mit unseren Partnern zusammen. Auf der einen Seite haben wir wirklich dadurch einen sehr, sehr guten Einblick in diese Nutzerperspektive, in diese Nutzerwelt, in ihre Bedürfnisse, in ihren Nutzungskontext. Auf der anderen Seite gewinnen Partner sehr viel Einblick in unsere Lösung. Warum machen wir die Lösung so, wie sie bauen? Ja, was ist der Lösungsweg? Sie lernen mit uns mit. Im Wesentlichen fokussieren wir uns dabei auf 4 Aktivitäten. Zum einen ist da die Vernetzung. Wir unterstützen die Bundesverwaltung, sich untereinander besser zu vernetzen. Ist wirklich eine eigene Welt. Bieten aber auch unser Netzwerk, damit sich nach außen vernetzt. Ja, also, und das Netzwerk bauen wir konsequent aus, ne, so auf diese Veranstaltung beispielsweise. Dann ist da noch der Wissenstransfer. In unseren Projekten entsteht unglaublich viel Wissen. Ja, wir haben jetzt momentan jetzt einen sehr starken Fokus auf große Sprachmodelle, auf die Anwendung der Sprachmodelle in der öffentlichen Verwaltung. Es entsteht wirklich täglich ein wahrer Datenschatz, ja, ein Goldstandard, mit dem wir nicht nur beliebige Sprachmodelle, die fast wie Pilze wachsen, auf ihre Eignung hin in der Bundesverwaltung testen können, ja, sondern wir können sie optimieren. Wenn jetzt zum Beispiel ein Sprachmodell mir irgendwie erklären kann, wie ich gut schreibe, also quasi einen Autostarter oder Schnürsenkel mir quasi zubinden kann, heißt das noch lange nicht, dass es mir die Korrelation zwischen 2 Gesetzen erklären kann. Dann ist da noch die Beratung. Ja, also wir stehen für sämtliche Fragen rund um KI zur Verfügung. Wir bereiten Projekte vor, gucken, ob es genug Daten gibt, ja, ob die Daten gut genug sind. Und dann der Hauptteil der Arbeit tatsächlich ist die Entwicklung von Prototypen, damit die Verwaltung wirklich verproben kann. Ist das wirklich die Antwort auf meine Fragen oder nein? Gut, danke. Ja, vielen Dank. Large Language Models, Smart Country Convention, viele Anglizismen, das heißt, die englische Sprache ist weiter im Vormarsch. Über 50% der Texte im Internet sind auf Englisch, Deutsch spielt nur eine kleine Rolle. Das hat natürlich auch Probleme mit sich, die beim Trainieren von Large Language Models entstehen. Zum Teil antworten die dann sehr schlecht auf Deutsch. Ja, man hat das vielleicht schon beobachtet, also außer ChatGPT, sagen wir mal, den großen Modellen, die Open-Source-Modelle haben da echte Schwierigkeiten. Deswegen unsere Aufgabe im Datenlabor des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Open-Source-Modelle so nachzutrainieren, dass sie verlässlich auf Deutsch arbeiten und verwendet werden können. Dazu haben wir eine Trainings- und Evaluationspipeline erstellt, die hier angezeigt ist, die ich kurz vorstellen will.
Sie hat drei Teile. Im ersten Teil benutzen wir Feintuning, um die Modelle mit Hilfe von Daten, die dann idealerweise vom Kunden kommen, eben anzupassen. Im zweiten Teil benutzen wir dann auch wiederum Daten und Standardmetriken zunächst mal, um erste Hinweise zu bekommen, wie gut denn diese Modelle tatsächlich schon funktionieren und welche Modelle wir in die Auswahl nehmen sollten. Leider ist es so, dass die meisten dieser Metriken tatsächlich zu unspezifisch sind und uns für unsere Zwecke nicht ausreichen. Daher haben wir überlegt, wir brauchen noch eine weitere Stufe der Evaluierung, bei dem wir eine Art Arena für Chatbots geschaffen haben. Die Arena ermöglicht es, sozusagen Ausgaben von verschiedenen Modellen gegeneinander antreten zu lassen. Experten, wie zum Beispiel eben dann auch Mitarbeiter des Bundesministeriums, können dann diese tatsächlich bewerten. Und das gibt uns natürlich noch einen weiteren Hinweis darauf, was ein gutes Modell ist, und das können wir dann auch weiter verwenden. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Jasmini von SumAI und unsere Vision ist es, die Welt für alle verständlicher zu machen. Warum? Weil bis zu 20 Millionen Menschen in Deutschland auf leichte Sprache angewiesen sind. Das sind zum Beispiel Menschen, die neu Deutsch lernen, Menschen mit Beeinträchtigungen, Senioren. Warum wurde es bisher einfach nicht gemacht? Also grundsätzlich sind die Menschen natürlich von wichtigen Informationen im Alltag dann einfach ausgeschlossen. Man sieht hier ein gutes Beispiel, noch aus Corona-Zeiten. Links, man kann es wahrscheinlich nicht so gut lesen, aber egal, es steht ein komplizierter Text und mit Passivkonstruktion, Nebensatzeinschüben und eher schwierigen Wörtern, wie zum Beispiel Isolation, was meine Mutter jetzt auch nicht kennt. Warum wurde jetzt bisher noch nie was gemacht in leichter Sprache oder sehr wenig? Man sieht hier rechts unten, es kostet relativ viel. Eine DIN A4-Seite kostet 100 bis 150 Euro bei Übersetzungsagenturen und es dauert bis zu 3 Monaten, bis dann was übersetzt zurückkommt. Mit unserem Tool, sieht man hier einen guten Ausschnitt, wie das ausschaut, können Sie einfach per Knopfdruck einen Übersetzungsvorschlag generieren, überarbeiten ihn nochmal, ob der inhaltlich stimmt und können ihn dann veröffentlichen. Sie sind also viel schneller und flexibler, brauchen keine Feedbackschleifen drehen mit Übersetzungsagenturen und sparen bis zu 90% an Kosten ein. Wir haben bereits einige Kunden, sowohl aus dem öffentlichen Sektor, also die Stadt Hamburg oder auch Kreis Ost-Holstein, die viel für Bürgerkommunikation machen auf ihrer Homepage, aber auch aus der Wohlfahrtspflege, zum Beispiel das Oberlin-Haus aus Potsdam, die natürlich die Zielgruppe Menschen mit Beeinträchtigung intern hat. Man kann sowohl für externe Kommunikation als auch interne Kommunikation, digitale Homepage, Flyer etc. verwenden. Und wir freuen uns, wenn Sie uns auf unserer Mission begleiten. Danke. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß, das war eine ganze Menge Input. Das zeigt Ihnen aber auch die Reichhaltigkeit der Entwicklung. Und was wir jetzt in den verbleibenden 28 Minuten machen wollen, ist diesen Input aufzuarbeiten mit einem Panel an Experten, die wir mit einem großen Applaus begrüßen. Dr. Matthias Rumpf von der Deutschen Bundesbank, Werner Achtert von der MSG, Jasmin Babar von der Regio IT und Harald Fellig von der INIT. Herzlich willkommen. Ausgezeichnet. Schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen das Thema jetzt aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Und da ging meine erste Frage an Matthias. Wir haben ja gesehen, viele Organisationen beschäftigen sich jetzt mit dem Thema, bauen Prototypen, machen schnell was. Da hat die Deutsche Bundesbank schon eine Plattform geschaffen und verschiedene Use Cases quasi ausgerollt. Wie kam das und wie kamt ihr zu dem Thema und wie habt ihr es geschafft, auch so früh dran zu sein? Ja, ich hoffe, ich darf 2 Sätze ausholen. Bei uns hat es angefangen, wie wahrscheinlich in vielen Organisationen, man hat verstreute Experten. Bei uns gab es Kompetenzverbünde, wo die sich vernetzen konnten, aber wir hatten keine Einheit, die mal sagt, okay, wir führen jetzt Prototypen, die entwickeln, auch mal wirklich in Produktion ein. Wir beraten Fachbereiche, dafür gab es einfach nicht die Ressourcen. Und unsere Idee war dann,
wir gründen ein Center, ein Service Center for AI. Service Center ist wichtig, weil wir eben nicht sagen, wir sind ein Exzellenzcenter, um abzuschrecken, den Elfenbeinturm zu bauen, sondern wirklich dann Fachbereiche zu beraten und zu begleiten. Ja, und wir hatten das Glück, dass ein paar Fachbereiche auch richtig Lust hatten zu experimentieren. Da ging es dann um Datenextraktion, das kennt wahrscheinlich auch jeder in der Behörde, dass viele Daten noch aus PDF-Dokumenten abgetippt werden, Informationen werden immer gesucht. Und da haben wir angefangen mit Sprachmodellen zu experimentieren, wir haben MVPs entwickelt. Und ja, dann kam ChatGPT um die Ecke und wir haben gedacht, das ist endlich ein Produkt, was auch wirklich sexy ist, weil wenn man zu Fachbereichen geht und sagt, wir können euch bei der Datenextraktion helfen, aber wir müssen erstmal 3 Monate PDFs annotieren und labeln, das ist eben nicht sexy. Und mit ChatGPT hatten wir den Riecher, das ist endlich mal ein niedrigschwelliges Angebot, womit man dann auch Kunden gewinnen kann und überzeugen kann, weil es einfach sofort nützlich ist. Wir wissen es alle, wir haben es alle genutzt. Und wie wir dann zum Erfolg mit dem Ganzen gekommen sind, wir haben uns schnell an Microsoft drangeklemmt und die genervt, bis wir dann GPT-4 hatten. Und das war dann der Game Changer, wo man sagen konnte, Textgenerierung zum Beispiel, werden Reports von der Bundesbank erstellt, ein schöner Monatsbericht, der wird von Hand geschrieben, da werden Daten beschrieben. All das ist jetzt mit GPT-4 möglich und da wird nicht mehr viel halluziniert, wenn man Beispiele mitgibt, sondern die Texte sind auch wirklich in guter Qualität. Das ist jetzt noch nicht produktiv im Einsatz, keine Sorge, die Monatsberichte werden noch von Menschen geschrieben, aber wir wollen das natürlich einsetzen, diese Technologie. Und mit GPT-4 sind wir einfach so weit und mit meinem Team, was die Fachbereiche begleitet, das auch zu tun. Ja. Hervorragend. Jasmin, du hast ja als regionaler IT-Dienstleister einen Querschnittsblick in die Verwaltung. Wo siehst du denn Potenziale für Use Cases und Bereiche, in denen man das noch einsetzen könnte? Ja, eine Kommune ist sehr breit aufgestellt, hat extrem viele Dienstleistungen abzubilden. Das heißt, die Use Cases sind genauso breit wie die Dienstleistungen, die Aufgaben einer Kommune. Also quasi schon endlos, angefangen am Alltag eines Sachbearbeiters, im Alltag unterstützen, bei der Unterstützung Texte einfach zusammenzufassen, aber auch in den ganzen Prozessen, die man in den letzten Tagen auch hier gesehen hat, die ganz unterschiedlich sind. Aber auch, ich schließe mich an, es ist ein Game Changer und deswegen halt auch die beste Möglichkeit, die Use Cases, die seit vielen, vielen Jahren diskutiert werden, von Objekterkennung, von Texterkennung, von Zusammenfassung, von automatisierten Antworten etc., von Klassifizierung. Und das ist ja ein kompletter Enabler, es hat sich alles gewandelt. Wir haben jahrelang gesessen, haben Quadrate um Bilder gemalt, um Daten zu bearbeiten, um überhaupt diesen Schritt gehen zu können, um effizienter zu werden in der ganzen Infrastruktur auch einer Kommune. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, naja, wir haben ein Foundation-Modell, welches es auch immer ist, und wir können einfach hingehen und starten und sagen, naja, wir nehmen uns den ersten Prozess, ja, wir müssen gewisse Dokumente erkennen, wir müssen Wissen zusammensammeln, wir haben das ganze Thema Bürgerservices, Sprache, das hatten wir eben als tolles Beispiel, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Themen in einer Kommune, multilingual, aber auch leichte Sprache abbilden zu können, um einfach die Kommunikation zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und aber auch der Verwaltung zu professionalisieren, zu verbessern und auch da den Kontakt und die Transparenz herzustellen. Ich glaube, das eigentlich der allerwichtigste Use Case ist für mich wirklich das Thema Sprache selbst und das Frontdesk in allen seinen vielfältigen Aufgaben von Telefonie und ja, Weiterleitung der Aufgaben, wie überhaupt das Verständnis zu unterstützen. Das ist schon mal ein großes Versprechen und wir haben gesehen, es gibt einige Use Cases. Jetzt kommen wir sozusagen zur Frage, was kann noch entstehen auf der Grundlage der Möglichkeiten, der Potenziale der Technologie. Und da würde ich an Harald und Werner weiterleiten. Wo seht ihr sozusagen das Potenzial, in welche Bereiche könnte man gerade mit großen Sprachmodellen jetzt noch reingehen, erproben oder vielleicht sogar schon Dinge umsetzen? Ja, also der Möglichkeitsraum, der entfaltet sich sozusagen mit jeder neuen technologischen Entwicklung, mit jedem neuen Release und uns wird immer mehr klar, dass die Sprachmodelle, die Sprache ist zentral, natürlich gerade durch die Gesetzesgrundlagen etc. Und auch den textbasierten Umgang in Verwaltungsprozessen. Aber dazu kommen Bilder, dazu kommen jetzt die Verarbeitung von weiteren Daten, Bilddaten, Geodaten. Also der Raum öffnet sich immer weiter in der Perspektive. Deshalb ist es für uns auch wichtig, wenn wir jetzt mit Online-Diensten im Design uns damit beschäftigen,
beschäftigen, immer wieder diese Nutzerperspektive komplett neu aufzunehmen und zu sagen, wo können wir eigentlich die Qualität von Services steigern, wo können wir die Effizienz, die Beschleunigung ermöglichen. Ja, und das sind genau die Themen, die diese Woche auch wieder prominent mit dem Pakt für Planungs- und Genehmigungsverfahren und Beschleunigung und Deutschlandtempo etc. Diskutiert worden sind auf aller obersten Ebene. Und hier wollen wir natürlich schauen, wie können wir diese neuen Werkzeuge, ist erstmal ein neues Software-Tool, das wird an sich nicht die Erlösung bringen, sondern man muss es einbetten in eine Architektur, man muss es einbetten in die Fragen, wie gehe ich damit sicher um und Datenschutz um, wie kann ich das auch beherrschbar machen, wie kann ich Halluzinationen dauerhaft ausschließen, wie kann ich selbst trainieren, wie kann ich souverän betreiben, aber welche kognitiven Arbeiten kann ich dann auch der Verwaltung abnehmen, um tatsächlich in den Zeiten, wo Personal knapper wird, aber die Aufgabenlast größer wird, diese Aufgaben mehr und mehr durch diese Tools dann auch begleiten zu lassen. Und das kann ganz konkret jetzt in Fällen, in denen wir arbeiten, auch sein, wie kann ich Dokumente, die ich an Nachweisen einbringe für Planungs- und Genehmigungsverfahren, wie kann ich die auslesen, wie kann ich die direkt auch verknüpfen mit weiteren Daten, wie kann ich hier Bewertungsvorgänge, die sonst manuell aufwendig zu organisieren waren, über verschiedene Stellen automatisiert in der Dunkelverarbeitung oder eben in der entsprechenden Erstbewertung dann über diese neuen Tools dann auch einbringen und wie muss ich die Tools dann auch in eine gemeinsame Infrastruktur einbringen, damit ich das dann organisieren kann und überprüfbar machen kann, weil das muss ja nachher auch irgendwie revisionssicher und transparent in der Entscheidungsfindung aufbereitet werden. Wie kam diese Entscheidung zustande? Man will sie schnell haben, man will sie auch sicher haben und begründbar haben und nachvollziehbar dann herleiten können. Und das ist genau die Potenzialfrage, die wir uns jetzt sehr, sehr konkret stellen auch. Ja, das ist bei uns ja eine ähnliche Ausgangssituation. Das Beispiel, das wir vorstellen konnten, war ja zu sagen, wir müssen in sehr kurzer Zeit eine große Menge von Dokumenten auswerten. Und das, glaube ich, ist ein Use Case, der in der Verwaltung an vielen, vielen Stellen so vorkommt, in Gesetzgebungsverfahren, an vielen anderen Stellen, dass ich Dokumente auswerten muss, Texte auswerten muss und das einfach nicht mehr manuell machen kann. Das geht einfach nicht, das ist nicht machbar. Und deswegen die, aus meiner Sicht, tolle Idee zu sagen, wir nutzen diese großen Sprachmodelle, aber wir schalten noch was davor. Das ist ja eigentlich der Knackpunkt an dieser Retrieval Augmented Generation Methode, dass ich eben die großen Sprachmodelle nutze für das Grundverständnis, aber ich schalte noch mal was Eigenes vor. Also ich bringe das Unternehmenswissen oder in dem Fall das Wissen über diesen Gesetzgebungsprozess mit rein. Und ich glaube, das könnte ein Game Changer sein. Da ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt, der mir jetzt bei den Pitches noch mehr aufgefallen ist. Bei der Methode, die wir angewendet haben, bleiben die Daten zu, ich sage mal 95%, ich habe gerade vorher 95-98% in meiner eigenen Hoheit, weil ich ja nur den Prompt weitergebe an das große Sprachmodell. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, denn alles, was ich in so ein großes Sprachmodell reingebe, landet ja irgendwo außerhalb meiner eigenen Hoheit. Also die Frage, wie souverän sind wir eigentlich mit diesen großen Sprachmodellen noch? Und ich glaube, da ist das auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass ich eben Technologien habe und Architekturen, mit denen ich selber souverän bleiben kann, nicht alle meine Informationen in so ein Modell reingeben muss, aber trotzdem die Leistungsfähigkeit dieser großen Sprachmodelle nutzen kann. Also ich glaube, dass das ein Game Changer sein wird, die Modelle zu nutzen mit vorgeschalteten Technologien, um damit Inhalte, Stellungnahmen, Texte vorzubereiten und damit in Verwaltungsverfahren auch den Menschen Arbeit abzunehmen. Denn ich meine, das ist auch ein No-Brainer. Wir werden in 10 Jahren nicht mehr genügend Menschen haben, um all diese Arbeit zu erfüllen. Das, glaube ich, ist jetzt oft genug wiederholt worden. Aber wir sollten vielleicht auch mal was tun, um darauf zu reagieren. Und ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, wo wir wirklich was verändern können und wo wir diese Technologien auch sinnvoll einsetzen können. Denn vieles ist ja im Moment auch Spielerei. Jeder spielt mit diesen ChatGPT-Sachen rum und freut sich dann, wenn irgendwas Nettes rauskommt dabei. Aber ich denke, da kommen wir wirklich zu Themen, die echten Nutzen bringen in der Verwaltung. Ja, ich denke, auf das Thema der Souveränität und auch die Infrastrukturfragen, die du auch schon angesprochen hast, Harald, sollten wir auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Wenn wir aber über die Vorteile gesprochen haben, sollten wir auf jeden Fall auch nochmal über die Gefahren sprechen und über die Dinge, auf die man achten muss. Harald, du hast ja auch schon einige jetzt sozusagen genannt. Und Matthias, ich würde dich nochmal fragen, was waren so eure Key Learnings
und wo siehst du, der sozusagen sehr nah an der Technik auch dran ist, Gefahren, mögliche auch Überschätzungen sozusagen der Anwender, worauf muss man da besonders achten? Ja. Also wir haben ja wirklich eine Plattform, wo jeder Nutzer selbst ausprobieren kann und sich selbst eigentlich so einen Textassistenten definieren kann. Und ich glaube, das ist auch der Weg. Wir müssen einfach die Technik einsetzen. Es gibt da auch so eine schöne Studie mit Consultants, also Beratern, die dann einfach mal ChatGPT an die Hand bekommen haben und die haben einfach ohne Training ihre Arbeit verbessert. Und es ist eigentlich egal, ob man sie trainiert oder nicht. Das ist da gibt es eine Selection Bias natürlich in der Studie, das ist schon klar. Aber ich glaube wirklich, wir müssen die Menschen an die Hand nehmen, wir müssen die Technologie nutzen lassen. Und dann kann man eben sehen, für meinen spezifischen Anwendungsfall, wie gut sind die Resultate. Ich kann die nicht einfach so out of the box annehmen und dann meinen Vermerk generieren lassen, den an die Hierarchie schicken. Ich muss das natürlich lesen, überprüfen, Fakten checken. Das müssen wir allen beibringen, die diese Technologie nutzen. Ich finde aber einen Faktor noch viel wichtiger, und der ist nicht bei uns aus der Organisation gekommen, sondern aus der Agentur für Arbeit. Die haben nämlich mal gesagt, sie wollen ihre Arbeit natürlich automatisieren. Da kann man dann Anträge durch einen Algorithmus bewerten lassen und nur noch schwierige Fälle gehen dann, die komplexen, die nicht eindeutig sind, gehen dann an den Menschen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass wir in der Arbeit jetzt dank KI nur noch diese richtig komplexen Fälle machen, bei der Agentur für Arbeit sind das dann Schicksalsschläge, und das heißt, dass wir den ganzen Tag Schicksalsschläge abarbeiten, in dem Fall, in der Bundesbank haben wir das zum Glück nicht so oft, das ist die Finanzindustrie, da hat man vielleicht nicht ganz so viel Mitleid, aber das ist dann Arbeitsalltag, der psychisch nicht mehr zu bewältigen ist, weil es einfach so eine große Belastung ist. Durch die KI wird die ganze Routinetätigkeit wegrationalisiert und wir werden von der KI getrieben und angetrieben und kriegen die komplexen Fälle, und das kann man nicht den ganzen Tag 8 Stunden am Stück machen. Und da müssen wir darauf achten, wir müssen eigentlich unsere Arbeit neu denken, wie funktioniert unsere Arbeit mit diesen Hilfstools. Ja. Ja, das finde ich einen spannenden Gedanken, sozusagen soziotechnische Gestaltung. Wir denken ja viel darüber nach, was es sozusagen als technische Anforderungen gibt, und auch die Gesetzgebung kümmert sich im Moment in Europa sehr stark um diese Aspekte. Es wird ja heftig gestritten. Am Ende spielen diese Fragen, was aber passiert, wenn die Technik produktiv ist und die Menschen damit umgehen müssen, auch eine wahnsinnig große Rolle. Und das muss man genau erfragen und auch sozusagen gemeinsam besprechen. Das gibt mir, bevor wir zur Infrastruktur kommen, auch nochmal das Stichwort, Sie zu fragen und Sie ins Gespräch einzubinden und einzuladen. Hat jemand eine Frage, möchte jemand schon an dieser Stelle eine Frage formulieren oder sich melden? Ja, Jasmin, ob du mir kurz die, danke, diese Box gibst, und ich werf's mal nicht weiter, das war hier und dann da. Ja, ich habe eine Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, im Vortrag der Bundesbank, da haben Sie gesagt, Sie wollen, das klang auch in anderen Vorträgen an, die Vorteile der Cloud nutzen, aber natürlich für Sicherheitsthemen eigentlich am liebsten on-premise arbeiten. Also, das ist jetzt ein kleiner Widerspruch. Also kurze Frage von mir, wie sehen Sie die Vereinbarkeit von Sicherheit, wo im öffentlichen Sektor häufig sofort gesagt wird, lieber on-prem, und Cloud, die ja technologisch eher zu verschiedensten KI-Lösungen passt? Mhm. Wir haben, und das hat Christian direkt gesagt, einen schönen Ansatz gewählt, indem wir die Infrastruktur bei uns, die Plattform läuft on-prem. Das heißt, die Nutzerdaten zum Beispiel, die Chat-Historie, die man ja braucht, um die Konversation auch fortzusetzen jetzt, die ist bei uns intern gespeichert. Das Einzige, was wir an die Cloud schicken, ist wirklich der zusammengesetzte Textprompt. Also im Endeffekt ist es ein verschlüsselter Textschnipsel, der geht ans Modell. Das Modell schickt die Antwort, die ist auch verschlüsselt, landet wieder bei uns und wird dem Nutzer dargestellt auf der On-Prem-Plattform. So, jetzt ist die Frage, trauen wir den Cloud-Anbietern, wenn sie sagen, sie verarbeiten die Daten nicht weiter? Und das muss jeder für sich klären, beziehungsweise das lassen wir dann die Juristen klären, dass man Verträge aufsetzt, dass das hinreichend großes Vertrauen geschaffen wird, dass das auch so ist. Und Microsoft, man kann dann natürlich sagen, wir möchten nicht, dass die Daten in der Cloud verarbeitet wird, die sollen vom Modell vergessen werden, sobald die Antwort gegeben ist. Und so arbeiten wir damit.
Einfach kurz an die Regie. Ah ja, sonst könnten wir noch das nehmen. Danke. Probieren Sie mal das. Hört man mich jetzt? Ah, ein Träumchen näher hinhalten. meine Frage geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Mich hat einfach interessiert die Aussage, ich liefere nur den Prompt hin und behalte 95% meiner Daten quasi die Hoheit darüber. Ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert mit Kontextualisierung. Wenn ich das halt eigentlich, also müssen dann nicht dann doch noch Daten irgendwo in der Cloud sitzen? Also übermittle ich wirklich nur den Prompt? Das war ja auch ein wichtiger Aspekt, den ich bei unserem Pitch nochmal erwähnt hatte. Also die Daten, in dem Fall diese Stellungnahmen, werden in der Vektordatenbank umgesetzt, die aber in meiner eigenen Hoheit liegt. Und es geht, wie du auch sagtest, nur der Prompt in die Cloud. Gut, es ist nur der Prompt. Deswegen habe ich ja gesagt, 95% der Daten bleiben in meiner eigenen Hoheit. Der Prompt geht an das große Sprachmodell, wo auch immer das liegen mag. Üblicherweise in der Cloud. Und damit ist das Risiko, naja, es bleibt ein Restrisiko, das muss jeder für sich beurteilen, aber ich halte es für gering, das ist meine persönliche Einschätzung, ich halte es für gering, weil ich eben die Hoheit über mein Unternehmenswissen behalte ich. Das gebe ich nicht direkt in die Cloud. Danke. Jasmin, wolltest du noch was dazu sagen? Ja, ich würde gerne was dazu sagen. Ich glaube, man kann die Debatte Cloud führen und On-Premise führen, aber man muss das für sich technisch entscheiden. Man muss ja nicht in die Cloud gehen. Man hat durchaus die Möglichkeit, ein On-Premise-System zu haben, also ein On-Premise, ein Open-Source LLM aufzusetzen. Das machen viele Rechenzentren, also kommunale Rechenzentren, IT-Dienstleister in ganz Deutschland seit einigen Jahren, die verproben das auch. Ja, und das ist auch das Ziel, dem nicht entgegenzuwirken, aber diese Möglichkeit zu geben. Der eine ist stärker vielleicht an der Cloud orientiert, der andere ist etwas unsicherer und das ist alles auch in Ordnung für eine Kommune, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, da ist auch nochmal der Weg aufzumachen, dass es halt diese Open Source LLMs gibt und dass sie da sind und dass sie auch immer besser werden, ja, und auch gut standhalten können. Und das ist, glaube ich, auch da, wo wir uns als IT-Dienstleister immer stärker auch sehen und positionieren, dass wir gucken, zusammen in einer Gemeinschaft auch und miteinander auch gucken, was können wir für eine Alternative schaffen, um auch dieses ganze Thema Datensouveränität voranzutreiben, das Thema Datenschutz ein bisschen aus dem Weg zusammen, weil es liegt bei uns, es liegen nicht nur die Daten bei uns, dann ist es auch lokal bei uns, in welcher Form auch immer, aber um einfach mal an das Eigentliche ranzukommen, an die Use Cases, ne? Also diese technische Debatte, die führen wir jetzt einige Jahre, es wird sicherlich noch ein paar Monate dauern, bis es dann da ist und dann ist auch für diejenigen, die etwas unsicherer sind, einfach die Zeit gekommen zu sagen, so, ich habe jetzt etwas, ich kann was probieren, ich kann ans Machen kommen, ich kann ans Tun kommen, ich kann Lösungen schaffen, den Bürgerinnen was zeigen, um meinen eigenen Alltag als Mitarbeiterin in einem oder Mitarbeiter in einem Unternehmen auch zu verbessern, ne? Vielleicht. Also auch diese Sichtweise gibt es natürlich. Ja. Also ich glaube auch, dass die Perspektive muss in so einem nicht die eine Lösung wird es tun und der eine Weg ist jetzt ist die große Entscheidung, die man treffen muss, sondern jetzt muss dieser Umgang gelernt werden und ein Stück weit natürlich Sicherheit, bin ich noch im rechtssicheren Rahmen, ja, das muss natürlich vorbereitet werden und da müssen auch gerade die Kommunen auch ein gutes Gefühl entwickeln, quasi mit ihren kommunalen IT-Dienstleistern oder eben mit der Interaktion des Gesetzgebers, aber letztendlich muss man die eigene Fähigkeit aufbauen über die IT-Dienstleister, es muss eine eigene Hardware aufgebaut werden, es muss auch mit den Cloud-Modellen gearbeitet werden, um darüber genau diese Fragen Stück für Stück zu erarbeiten. Wo muss ich eigentlich verschiedene Modelle zusammendenken, wo muss ich sie ergänzen komplementär, wo muss ich meine eigene Fähigkeit aber auch mit ganz neuen Rollen und ganz neuen Kompetenzen wieder aufbauen. Und das müssen wir als Unternehmen, als eigene Organisation ja genauso organisieren wie jede Verwaltung auch. Ja? Und da stellt sich genau die Frage, muss ich das zentral aufbauen als Service Center, als Kompetenzcenter? Hier ist ja auch auf der Convention ganz, ganz neue, tolle Agenturen und neue Einheiten, die entstehen uns genau richtig. Und das dann wieder zu verknüpfen auch mit Daten, der Datenkompetenz, das gehört dazu. Aber ich glaube, die Notwendigkeit ist da, Verwaltung muss jetzt auch eigene KI aufbauen, muss eine eigene Hardware dafür beschaffen, muss selbst damit trainieren und auch darauf hindrängen, dass sie mit Partnern arbeitet, also auch mit Dienstleistern, auch aus meiner sozusagen egoistischen Partikularperspektive, also auch mit Partnern, die das auch einbringen können, das KI-Wissen. Und es gibt noch keine Rahmenverträge, über die man jetzt wirklich arbeiten kann, ja, und dass man auch sagt, wie bringen wir denn jetzt Daten, KI und die Services zusammen?
die Textprozesse, klar, das ist der erste Schritt, weil das ist natürlich auch ein Riesenanteil an der Arbeit und des Aufwands innerhalb der Verwaltungsprozesse. Deshalb ist es auch richtig und wichtig, sich darum zu kümmern, aber eben jetzt auch in der Ausgestaltung zu sagen, jetzt ist nicht die eine Weiche, die wir stellen, sondern wir müssen uns jetzt die Voraussetzungen erarbeiten und die eigene Fähigkeit erarbeiten mit eigenen Tools, eigenen Technologien, eigenen Serverinfrastrukturen, um das über die nächsten 10 Jahre in einer souveränen und resilienten Struktur und Perspektive aufzubauen. Darf ich eine kleine Ergänzung dazu machen? Ja, bitte. Ganz, ganz kurz. Ich würde da empfehlen, auch kooperativ zu arbeiten, ja. Weil On-Prem Open-Source-Modelle mal eben aufgesetzt in der Qualität, wie sie jetzt in der Cloud verfügbar ist von großen Hyperscalern, ist nicht so trivial mal eben aufzusetzen, dass die wirklich so hoch verfügbar sind. Und da sollten wir so gut wie möglich mit anderen zusammenarbeiten. Wenn das jede Kommune, jede Institution selber macht, da fließt viel Arbeit und Ausprobieren rein. Genau, ja. Genau. Kooperationen bilden und dann die Perspektiven dann auch. Es wird sich alles nochmal verändern. Ja, das ist ja ziemlich klar. Ja, schön. Wir haben diese Infrastrukturdebatte geführt und sie bringt uns immer auch sozusagen zur Zusammenarbeit. Ja. Also Infrastruktur ist mehr, ist die Technik, aber eben auch mehr als die Technik in dem Fall. Jetzt haben wir noch eine Frage vom Professor von Lucke. Ja, und von Lucke, Zeppelin-Universität. Ich würde in den Infrastrukturbereich gerne noch weiter tiefer reingehen. Wir müssen ganz anders denken, wir müssen die Verwaltung dahin bringen, jederzeit jedes LLM auch austauschen zu können. Wir brauchen verlässliche LLMs. Wir müssen aber in der Lage sein, in dem Moment, wo diese Verlässlichkeit aus irgendwelchen Gründen nicht mehr gegeben ist, das, was wir haben, das Wissen zu einem anderen Dienstleister überführen zu können, unter Behalt der eigenen Daten als Kommune. Und wir haben es hier mit Ämtern zu tun, die mit der Auswahl vollkommen überfordert sind. Das heißt, wir brauchen eine LLM-Plattforminfrastruktur, an denen sich bestehende LLMs eindocken unter Rahmen der nationalen Sicherheitsbedingungen. Die werden sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ändern. Ich glaube, dass wir solche Zielbilder brauchen. Und hier aus Verwaltungssicht denken müssen und nicht aus Sicht der Berater, die ein Geschäft für die nächsten 20, 30 Jahre hier schon wittern. Ja, ich glaube, das war ein gutes Statement. Ich schaue aufs Panel, ob jemand was hinzufügen möchte. Ihr habt den Konflikt nicht gesehen sozusagen, also wahrscheinlich braucht es trotzdem Berater, die auch unterstützen können im Bauen der Dienste und wir sind ja Berater und Steuerzahler auch, ja, und wollen auch Vertrauen in den Staat schaffen und Vertrauen in die Demokratie schaffen. Von da aus denke ich auch da, dass eine Kooperation nicht im Konflikt stehen muss, aber genau diese Austauschbarkeit, wie können wir die Souveränität sicherstellen und wie kann man auch immer Herr und Frau der Daten bleiben, ja, um eben genau diese eigene Fähigkeit daran auch weiter zu trainieren. Ich glaube, das steht nicht im Widerspruch. Ja, es wird vielleicht solche Broker geben. Im Moment wird viel über Cloud-Broker gesprochen. Vielleicht wird es dann auch mal so etwas wie ein Large Language Model Broker geben, sodass man also eine Schicht hat und dann selber entscheiden kann, will ich das jetzt an diesen Prompt an jenes Modell oder an ein anderes Modell schicken. Das könnte eine mögliche Lösung sein, sodass man dann also unabhängig ist und dass da auch ein Wettbewerb erhalten bleibt. Also es geht ja nicht darum, einzelne Modelle jetzt gut oder schlecht zu reden, sondern es geht darum, den Wettbewerb zu erhalten, und dann, sodass ein Angebot auch da bleibt. Und das, ich glaube, das muss man jetzt aus Sicht der Wirtschaft auch sagen. Es wird nur ein Angebot entstehen, wenn vernünftige Strukturen da sind, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Und warum gibt es heute die großen Modelle, die großen KI-Systeme? Nicht unbedingt, ich sage es mal vorsichtig, nicht unbedingt aus dem europäischen Raum. Es ist auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Also ich glaube, wir müssen vernünftige Strukturen schaffen, Angebots-Nachfragestrukturen, sodass es auch ein Angebot gibt, damit wir die Souveränität für den Nutzer dann auch erhalten können. Das leitet gleich über zur Frage, was müssen wir jetzt tun? So wollen wir das Panel beschließen. Wir haben diese Möglichkeiten. Was sollte auf die Agenda? Das würde ich gerne sozusagen noch einmal in die Runde fragen, mit der Maßgabe, eine kurze pointierte Antwort, wenn möglich, in 10 Sekunden. Wir müssen mit ein paar Mythen aufräumen. KI vernichtet Arbeitsplätze und lauter solche Dinge. Damit müssen wir aufräumen, denn die sind unsachlich. Ich glaube, wir müssen auch mit einer Menge irrationaler Ängste, die müssen wir beiseite schaffen. Das schaffen wir nur durch Transparenz, Offenheit und Information. Also ich würde sagen, wir müssen die Nutzerinnen einbinden, wir müssen die Nutzerinnen befähigen und wir müssen die Nutzerinnen motivieren. Also mein Key-Learning ist einfach nutzerzentriert arbeiten. Am Ende baut man sonst viele Applikationen und wenn der Nutzer oder die Nutzerin sie nicht verwendet, dann ist das verlorene Lebensmühe. Also nutzerzentriert arbeiten.
Ich glaube, es sind zwei Sachen, wie immer bei jeder Technologie, Change Management. Das wird uns immer begleiten, das müssen wir in allen Bereichen, wir reden über diverse Technologien, aber das bleibt. Das ist das eine. Und das zweite, einfach auch wieder Kreativitätsräume schaffen. Die Möglichkeit, schnell was ans Laufen zu bekommen, dass man einen Aha-Effekt hat, dass man sieht, was für einen Vorteil habe ich selbst und wie kann ich es einsetzen. Und so kommt man dann auch an die Masse, an die To-Dos und an das Angebot und aber auch die Nachfrage dann erstmal. Ne? Ja, schließe mich an. Also es ist die Nutzerperspektive, ja, nur dann können wir bessere Qualität und schnellere Services machen, aber es ist ein Software-Tool, deshalb müssen wir Souveränität, Datenschutz, Transparenz genauso nachdenken wie mitdenken, wie mit anderen Werkzeugen auch, genauso wie der Cloud, ja, und aber es ist eine Riesenchance jetzt gerade, weil jetzt auch die Verwaltungsmitarbeitenden ja sagen, ich möchte das nutzen, ich möchte das für mich erschließen, nicht nur eine neue Generation, weil sie natürlich gerade mitbekommen, dass der Wandel da ist, ja, dass uns so viele Fachkräfte fehlen und dass das Wissen auch wieder gesichert werden muss für die nächste Generation an Verwaltungsmitarbeitenden und für die nächste Generation an Services. Und das ist eine tolle Chance, ein toller Rückenwind. Und das ist, ist nicht bei jeder technischen Innovation der Fall gewesen. Und das ist ein Riesenpotenzial, glaube ich. Doch, doch. Und ich denke, mit diesen Worten können wir jetzt dieses Panel auch beschließen. Ich fasse mich am Ende ganz kurz. Danke den Panelisten, danke denjenigen, die gepitcht haben. Danke Ihnen fürs Kommen, wenn Sie unsere Diskussion sozusagen, wenn Sie da mitmachen wollen, gehen Sie auf negz.org und diskutieren Sie mit. Und weil das die letzte Veranstaltung ist, erlaube ich es mir auch, Moderation, Regie und Technik zu danken. Ich habe das wirklich noch nie erlebt und dafür müssen wir wirklich applaudieren. So, dass das so gut lief. Also vielen Dank, machen Sie es gut und kommen Sie wieder. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke an die Speakerinnen und Speaker und natürlich auch an die super tolle Moderation. Da macht es auch Spaß, die Moderation zu übergeben. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Dierfall. So, Herr Professor hat es gerade schon angedeutet.